ich bin Johannes. Jesus hat mich vor über 2000 Jahren an seine Seite gerufen und als seinen Begleiter, Jünger, auserwählt. Seit der Zeit in Galiläa bin ich an seiner Seite, verbunden mit und in seiner bedingungslosen Liebe zu mir und allem, was lebt. Ich trage diese Liebe in jeder Zelle und meinem ganzen Sein. Und es ist die Liebe Gottes, die uns alle trägt. In dieser Inkarnation habe ich noch einmal viele Mühen auf mich genommen, um ihn wieder in mir zu fühlen. Unsere Verbindung war und ist immer da. Doch musste auch ich durch diesen Tunnel des Vergessens, der unsere Mutter Erde Gaia umgibt. Inzwischen habe ich all diese Mühen und dieses Leben als Illusion durchschaut und mein wahres Sein erkannt. Ich bin unendliches Bewusstsein in Gottes Liebe. Liebe ist alles. Alles ist Liebe. Liebe ist der Weg. Und Liebe ist das Ziel. Alles, was wir hier, jeder, erleben kann, ist das, was Liebe ist, und auf der Seite der Angst die Abwesenheit von Liebe. Mir ist es wichtig, einige Dinge, die in meinem Evangelium stehen, klarzustellen. Immer wieder sind unsere Aussagen zum Zweck der Unterwerfung durch Angst umgeschrieben und entfernt worden. Nein, Jesus, Sananda, ist nicht am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben. Der Plan war es, durch seine angebliche Auferstehung zu zeigen, dass es den Tod so nicht gibt. Er verließ seinen sterblichen physischen Körper und erstrahlte erneut in seinem Lichtkörper und zeigte sich in dieser lichtvollen Gestalt. Unser Lichtkörper, der uns übrigens niemals verlässt und immer ein Teil unseres ganzen Seins ist, ist hier in dieser Dimension noch nicht erfahrbar. Doch ich darf euch verkünden, die Zeit ist nah. Und auch ihr werdet eure Familie, eure Freunde, eure Vorfahren wieder sichtbar begegnen können. Trennung ist eine Illusion. Um das zu verkünden und die Wahrheit zu bezeugen, bin ich hier als Johannes erneut inkarniert. Ich kenne die Wahrheit der Liebe und kenne den Weg. Du bist niemals außerhalb dieser Liebe von Mutter, Vater, Gott, da du ein Teil des Lichtes, seines unbegrenzten Seins bist. Das ist die Wirklichkeit. Das Leben hier gestaltet jeder seine eigene, erfahrbare Realität durch seine Gedanken und Gefühle. Das beinhaltet das Gesetz der Anziehung. Wie innen, so außen, nicht umgekehrt. Du bist Liebe. Du bist Licht. Das ist dein Sein. Wir sind nicht hier, um zu leiden. Glücklich sein ist in Wahrheit dein Geburtsrecht. Nichts und niemand kann dich davon abhalten, glücklich zu sein. Leid entsteht immer nur durch deinen Verstand, der allem eine Bedeutung gibt, die du dann fühlbar in deinem Leben erfährst. Es gibt kein Falsch. Alles ist richtig. Alles gehört zu deinem Weg, zu erkennen, wer und was du wirklich bist. Du änderst aber nichts, solange es dir gut geht, richtig? Dann ist ja alles in Ordnung. Vor jedem positiven Gefühl oder jeder negativen Emotion liegt immer ein Gedanke, den du glaubst. So erschaffst du dir dein Leben jeden Tag. Alles, was du glaubst, erschaffst du. Alles, was du befürchtest, erschaffst du und erhältst fühlbare Beweise für deine Angst. Und alles, was du bekämpfst, verstärkst du. Angst ist niemals im Jetzt, da sich dein Verstand immer auf vergangenes oder zukünftige Ereignis bezieht. Du bist allerdings nicht dein Verstand. Wie unsere Sprache schon sagt, du hast einen Verstand. Du bist nicht deine Gedanken. Du machst dir Gedanken. Und du bist nicht deine negativen Emotionen, aber du fühlst sie. Sie kommen und gehen wie Wolken am Himmel. Du bist Liebe, Vertrauen, Sicherheit.
Frieden, Zuversicht, Freude, glücklich. Ist es nicht herrlich, das zu erkennen? Die Sprache sagt, ich bin glücklich. Ja, das ist dein Sein. Du hast jeden Tag, jeden Moment die Chance, dich zu entscheiden. Angst oder Liebe. Und dein Körper reagiert sofort, richtig? Jeglicher Schmerz ist lediglich ein Hinweis deines Körpers, dass du gerade nicht auf der Seite der Liebe bist, sondern verbunden mit der Abwesenheit von dem, was du wirklich willst. Also, sorge für dich. Dein So-Sein bestimmt dein Leben. Immer. Das ist das ganze Geheimnis. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich in dieser besonderen Zeit des Wandels auf unserer geliebten Erde bin. Gaia hat bereits ihre Schwingung erhöht. Das ist für jeden Fühler nur verstanden, haben es noch nicht alle. Jeder hat in diesen Tagen ein verändertes Zeitempfinden. Geht dir das auch so? Und ich darf euch verkünden, die Zeit ist nah, dass ich auch Sananda euch als Jesus bekannt wieder zeigen wird. Ja, er lebt. Das bezeuge ich hiermit. Noch einmal, den Tod, wie es gesagt und beschrieben wird, gibt es nicht. Das Einzige, was jeder Seele widerfährt, sie verlässt den von ihr ausgewählten Körper, um all diese Erfahrungen hier machen zu können. Auch entscheidet nicht Gott, wann du die Erde wieder verlässt. Wir alle haben einen freien Willen in jedem Moment, egal wie dramatisch es von außen aussehen mag. Entscheidest du, wann du zurück ins Lichtreich gehst. Es gibt sofort danach die heilige Frage, die jeder Seele gestellt wird. Willst du hier im Licht bleiben oder zurück auf die Erde und weiter in deinem Körper leben? Noch ein paar Worte zum Thema Sünde, was für die Kirche von immenser Bedeutung ist, um Macht und Einfluss auf die Menschen aufrechtzuerhalten. Gott straft nicht. Es gibt kein jüngstes Gericht. Es gibt keine Hölle und kein Verdammnis. Gott ist Liebe. Er, sie versteht alles und hat euch, jedem, den freien Willen gegeben, alles zu erleben und zu erfahren, was Liebe ist und was nicht Liebe ist. Das ist das große Gottesgeschenk, uns Planeten zur Verfügung zu stellen, um alles zu erleben. Gott vergibt keine Sünden, da er nichts als Sünde definiert. Das haben die Menschen, besonders die Kirche, erfunden. Erkennst du dahinter diese immense Angst vor Machtverlust? Eine Institution wie die Kirche hat Jesus niemals befürwortet, schon gar nicht in seinem Namen. Er hat den freien Zugang und die Möglichkeit für jeden Menschen, sich mit Gott direkt zu verbinden, erklärt und vorgelebt. Niemand braucht irgendetwas oder irgendjemanden im Außen, um mit Gott in Verbindung zu sein. Gott ist in dir. Das darfst du erkennen, fühlen, leben. Da liegt Vertrauen, Sicherheit, glücklich sein. Öffne dich und sage zu ihm, dein Wille geschehe. Ich folge dir, leite mich. Alles ist für dich und deinen Weg da. Du bist nicht allein. Namaste.